So, Aiden. Wollen wir doch mal nach dir sehen. Du weinst schon wieder. Was ist denn los? Hey, Aiden, wie geht's dir? Man hat uns gesagt, du bräuchtest die Hilfe von mir. Also von uns. Ach, ihm geht's prima, danke. Aber seine Freunde und er haben beschlossen, das Abzeichen für Verbrechensverhütung zu machen und hoffen, dass wir ihnen helfen können. Ach, das ist ja schön. Ja, klar. Na klar werden wir uns helfen. Euch helfen. Das wäre klasse, bloß leider dürfen wir die Kleinen uns nicht bei der Arbeit zugucken, also bei Ermittlungen. Das wäre nämlich fantastisch gewesen. Aber das nächste Mal, wenn seine Mutter in Schwierigkeiten steckt oder jemand etwas Falsches tut, will er genau wissen, was zu tun ist. Und er will auch wissen, was er melden muss und wie er helfen kann. Ah, das ist sehr mutig von ihm. Okay, wir zeigen ihm jetzt was. Das ist ja jetzt echt ein Kinderspiel. Also, die Freunde und er versteckt jetzt irgendwas im Lager, das wie eine Waffe aussieht. Und wir zeigen ihm dann, wie wir bei Ermittlungen in einem Vorfall dann vorgehen. Ach, das ist gut. Ja. Wir durchsuchen das Lager jetzt halt nach. Das sehen wir jetzt gleich. Ein Taschenmesser. Muss ich aber nicht suchen. Jetzt habe ich so aufgeklickt. Verdammt. Also wir haben das hier dann ein Messer. Jetzt muss ich suchen. Tada! Das ist etwas wie eine Tatwaffe aussieht, ja. Das ist total die Tatwaffe. Was ist denn ein Karibu? Ach ja, das Hirsch-Dingens dahinter gewesen. Ein Vogel. Jetzt hätte ich, habe ich doch gerade schon gesehen. Die Zielscheibe. Eine Leiter, eine Steinschleuder. Verwelkte Blätter. Blätter. Spiegelei. Also hier ist das Spiegelei. Nein. Dann gucken die Blätter. Yay, ein Taschenmesser. Okay, Kinder, passt nun gut auf. Ich habe die Tatwaffe im Lager gefunden. Jetzt müssen wir bloß noch den Besitzer identifizieren. Da steht ja was auf dem Griff drauf. Aha. Mit Pulver können wir das wohl sichtbar machen. Das wäre jetzt auch zu bitter, wenn wir das hier erstmal eine Probe nehmen, dann ins Labor schicken, 6 Stunden warten und dann den Kindern vorführt. Hey, wir haben es endlich rausgefunden. Ah, ich kann sogar einen Aiden. Kinder können doch nicht so lange warten. Okay, na bitte. Aiden, dir gehört das Messer. Das wiederum bedeutet, dass Aiden bei unseren Ermittlungen unmittelbar verdächtigt ist. Und nun wollen wir ihn mal verhören. Bling. Stimmt, das ist mein Taschenmesser. Wir waren wirklich echt schnell. Und er hofft, dass wir eines Tages genauso schnell sind wie... Also dass er so schnell ist wie wir. Und bei den Ermittlungsverfahren, wie nach Connors Tod, ist die Zeit ein entscheidender Faktor. Das belehrt jetzt der Jones. Je länger wir brauchen, desto mehr Spuren verschwinden und desto schwerer wird es, den Mörder zu fassen. Ach, er versteht. Er ist froh, dass wir ihm geholfen haben, um dieses Abzeichen zu verdienen. Also... Oh, cool, wir kriegen Uniformen als Ehrenpfadfinder. Das ist ja cool. Oh, das ist echt cool. Die möchte ich jetzt anziehen. Ach, er will Pfadfinderhelfer werden, der Jones. Das ist doch süß. Weil die ja, der Aiden hat recht. Sie sollten schon wissen, was zu tun ist, wenn sie Zeuge eines Verbrechens werden. Kommt ja in dieser Geschichte hier bei Criminal Case ziemlich oft vor, ne? Ja, gut. Ach ja, wir wollten noch dann das hier angucken. Was haben wir denn da? Ach du meine Güte. Ah, das sieht man mit meinen Haaren nicht so gut, gell? Aber mit dem Schal wäre das schon cool. Halt, da war er. Aber was gibt's denn dann noch alles? Ein Armeeabzeichen.
Alles steht mir alles nicht. Ich würde sagen, wir machen das hier wieder. Und sobald ich jetzt rausgehe, bin ich ja wieder normal, oder? Ja, sehr schön mit meiner Peitsche und mein Pentagramm ist es ja nicht, leider. Weil der Zacke nicht nach unten ist. Ja gut, aber wir warten jetzt noch unsere 3 Stunden ab, bis wir dann das Hundefutter analysiert haben. Und dann ist der Fall auch schon für uns erledigt. Juhu! Tada! Das Hundefutter wurde fertig analysiert und was ist denn los mit dem Hundefutter, fragte Ramirez. Oh, sie muss sich erstmal bei ihm bedanken. Dieser Duft wird nun tagelang im Labor zu riechen sein. Na toll. Sonst stimmt alles mit dem Hundefutter, abgesehen davon, dass es vergammelt ist. Okay. Hoffentlich hat Gertrude das nicht verwendet. Für Hundekuchen. Oh, was für eine reizende Idee, meinte Grace. Sie kann die Hundeschau kaum noch erwarten. Ich glaube, sobald die Hundeschau da ist, haben wir den nächsten Todesfall. Da wette ich mit euch. Das dann, naja. Auf jeden Fall ist sie schon voll aufgeregt. Und ja, jetzt können wir zu Gertrud und ihr mitteilen, dass es einfach nur verdorben war. So, damit das meint, wir haben Neuigkeiten. Das stinkende Hundefutter in der Teestube war schon lange abgelaufen und sie müssen es wegwerfen. Wie schrecklich. Wie, also auch die Vorstellung, wenn sie es in ihr Rezept mit eingebaut hätte. Ja, das wäre, irgendwelche Hunde wären krank geworden. Das wäre echt peinlich. Ja, das stimmt. Ja? Es ist aber nicht die Marke, die sie normalerweise kauft, oder? Also, vielleicht gehört das ja gar nicht. Vielleicht hat es jemand in der Teestube vergessen. Mal im Ernst, warum sollte jemand abgelaufenes Hundefutter hier lassen? Naja, vielleicht hat sie es gekauft und im Zimmer vergessen. Sie ist durcheinander. Kein Wunder, was alles hier so passiert ist. Naja, aber nochmals danke für die Hilfe. Wir dürfen jederzeit bei mir, bei ihr vorbeikommen und kriegen dann einen guten Tee. Und ich kriege viele Erfahrungspunkte und bin somit ein Level gestiegen. Tada, Level 90. So, weiter ermitteln. Und wir können dann auch gleich den nächsten Fall freischalten. Ist da die Hundeschau? Ist da die Hundeschau? Weiß ich nicht, aber wenn ich alle 3 Berichte wie immer zusammen habe, dann erfahren wir, was uns in Fall 30 dann erwartet. Wir sehen uns. Bis dann.